erster Dreh, du warst Komparsen. Was heißt denn Komparsen sein? So ein bisschen schon mit Texten halten? Nee, überhaupt nicht. Kein bisschen. Aber durchs Bild laufen? Im Bild sitzen. Ich war, glaube ich, eine von 30 Schülern in einer Schulklasse, wo wahrscheinlich ein Mord passiert war oder so. Aber meine Geschichte mit Herbert Knauf ist eben sehr lustig, weil ich Komparse in seinem großen Film war, wo er seinen Durchbruch hatte. Schnitt, 10 Jahre später mache ich einen Film mit ihm, wo ich seine Filmtochter gespielt habe. Schnitt, 10 Jahre später liege ich auf ihm und wir haben eine Sexszene und ich sage, Herbert, lass uns kurz vergessen, dass du mal meinen Vater gespielt hast. Oh ja, und wo war das, in welchem, war das Sarah Kohr? Ja, der erste Sarah Kohr. Beginnt der, also das war noch der letzte. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe das manchmal geguckt, aber ja, dass ihr sexmäßig aufeinander liegt. So wild im ZDF. Also richtig mit Viertel nach 8. Quote ging sehr nach oben. Wirklich? Mein Hintern war nackt zu sehen. Ich verstehe es nicht, weil ich denke immer, die Kute geht dann eher runter. Weil bei meinem Hintern geht sie nach oben. Dame, es ist ja auch schon 5 Jahre her. Da war das quotentechnisch noch der Burner. Ich habe einen Film gedreht mal mit...